Hallo Veri, ganz liebe Grüße von Uwe Baltner. Mach weiter dein Ding. Ich liebe deine Songs. Ciao. Wie geil. Oha. Wie habt ihr das bekommen? Ja, Magic. Oh. Hallo, willkommen zu A Walk in the Park. Wir reden heute mit Verifiziert übers Leben. Hallo. Ich hol dich ab, komm wieder runter, ich bin gleich bei dir. Ich hol dich ab, steh vor deiner Tür. Ich hol dich ab, immer wieder, denn du holst mich ab. Ich hol dich ab, ich hol dich ab. Das ist der Baumkreis. Da gibt es für jede Geburtsdekade einen Baum. Dir muss ich das ja nicht sagen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit den Sternzeichen zusammen. Gibt es die Lebensbäume. Ich glaube, es sind aber nicht nur 12, sondern ein paar mehr. Es gibt so Specialige für ja, so genau. Besondere Menschen. Ja, ja, voll. Ein paar haben nur so 5 Tage. Ja, und da stehen halt dann so ein bisschen Eigenschaften dabei, die eh auf jeden zutreffen könnten. Deswegen kann man da nicht, sich nicht so viel einbilden drauf, leider. Und was ich auch ganz funny finde, es steht immer dabei, wer irgendwie für diesen Baum gespendet hat. Und dann steht so, bei der Fichte steht der Lugner drunter zum Beispiel. Ja, dann gehen wir mal zu deinem Lebensbaum, Feigenbaum. Der Feigenbaum, genau. Sollen wir das kurz lesen? Steht, lebt in Extremen, schöpferisch, ausgeprägte Sensibilität, liebt das Leben, humorvoll, erträgt Schwerkritik. Also, würdest du sagen, könnte eigentlich gut passen, ja. Ja? Ja. Wobei ich nicht in Extremen lebe. Nicht? Weiß nicht. Aber schau, der wurde noch nie über oh mein Gott. Time to Shine, oder? Der wurde von niemandem übernommen. Er ist auch gerade nicht da. Da spielen Kinder in meinem Loch. Wir sehen hier meinen Lebensbaum, die Feige. Stellt euch einen riesigen, prächtigen Baum vor. Wir editen das dann so rein. Ja, perfekt. Nein, also normalerweise, ich glaube, der wird gerade überwintert, aber normalerweise, wenn er da ist, steht hier immer auch nur so ein kleiner Stab ohne Blätter. Wie würdest du so deine Ästhetik beschreiben von deinen Songs? Ich hatte das mal in einem anderen Interview, wo ich gefragt wurde, meine Songs in 3 Worten. Und da habe ich gesagt, nachts betrunken und verliebt. Und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut. Wobei ich mittlerweile statt verliebt vielleicht irgendwie eher verpeilt nehmen würde. Oder ja, so eine Mischung aus verträumt und verpeilt. Weil so in den neueren Sachen und vor allem bei dem, was jetzt noch rauskommen wird, geht es nicht mehr so viel um Herzschmerz wie in den vorigen Songs, sondern ist alles ein bisschen selbstbewusster geworden. Du beschreibst ja in deinen also aktuellen Songs, oder die rausgekommen sind, oft alltägliche Situationen, aber mit einer Liebe zum Detail und oft so ein bisschen so einem dreamy Farbfilter drüber. Du schreibst auch oft über Gefühle. Wie leicht fällt dir das so, deine Gefühle zu verbalisieren und vielleicht dann auch zu veröffentlichen? Ja, voll leicht eigentlich. Ich glaube auch, also ich wollte es früher nie wahrhaben, aber ich glaube mittlerweile eh, dass diese ganzen Sad-Songs, dass ich da unterbewusst urviel von früher verarbeitet habe. Weil das eben alles so, also ich schreibe halt nur über Gefühle, die ich kenne und die ich selber schon hatte. So. Deswegen, also mir fällt es auch super leicht, darüber zu reden und generell offen Gefühle auszusprechen. Weil ich auch immer wieder merke, dass man so, je offener man selbst über die Gefühle spricht, desto eher kommt es auch von einer anderen Person zurück. Das habe ich halt vor ein paar Jahren erkannt und seitdem will ich auch gar nichts mehr irgendwie verheimlichen oder vertuschen. Die Höhenstraße rauf, goldene Glitzer in den Wald. Wir reporten jetzt live von einem exklusiven verifizierten Drehort. Die Tanzszene vom Höhenstraße-Video, wo meine Freundin Loppi, eine Tänzerin, die mittlerweile in London tanzt, hier auf den Steinen eine Fusion aus Ballett und Modern Dance getanzt hat. Ist so Musikvideodreh, ist das was, was du gerne machst? Oder ist es so, oh zach, schon wieder Musikvideodreh? Nö, doch, mache ich voll gerne. Es ist halt schon immer, also bei dem Höhenstraße-Video war es was anderes, weil ich da nur directed habe und selber nicht drinnen war. Bei den anderen Videos, wo ich selber drinnen war, bin, ist halt immer ein bisschen, es ist schon viel so, weil man die Tage davor auch noch auch sehr viel im Kopf arbeitet und überlegt und ich schreibe ja auch die Konzepte eigentlich großteils selber. Das Outcome ist halt dann immer so, dass es sich gelohnt hat. Wieder allein, wir finden schon wieder nicht raus. Du
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du gerne klassische Musik hörst. Welche denn oder was für Musik hörst du selber gerne? Boah, das ist mega unterschiedlich. Also ich höre richtig viel klassische Musik. Einerseits, weil ich ein bisschen damit aufgewachsen bin. Also ich habe Klavier gespielt, seit ich 5 war. Und da halt eigentlich nur klassische Musik. Und jetzt mittlerweile höre ich es viel, weil es angenehm ist, mal keine Vocals dabei zu haben. Und irgendwie saddelt mich das so ein bisschen. Von den so real classical Komponisten finde ich so Tchaikovsky voll geil. Oder Chopin. Ich glaube, die Musikrichtung, die ich in meinem Leben, also vor allem bis ich 20 war, am meisten gehört habe, war Drum and Bass. Und sonst viel, schon viel Rap, viel Pop, viel so Girl-Punk auch gerade. Speaking of so Klassiker und guter Geschmack, wie ist denn dein, in den Tiefen des Internets, habe ich den gefunden, dein Song Handwashing? Oh Gott. Wie ist der denn entstanden? Vor dem Essen, nach dem Essen, Hände waschen, nicht vergessen, sonst schimpft die Oma. Naja, ich hab halt... Ich habe mir halt GarageBand aufs Handy geladen und habe angefangen, so viel Schaß zu produzieren. Also wirklich Musik, die man sich nur ironisch geben kann. Also generell so diese Soundcloud-Sachen, die ich früher gemacht habe, da gibt es auch so einen Track, da singe ich für meine Mama, dass sie mir endlich ein MacBook kaufen soll. Und da habe ich eben alles, das habe ich alles mit Apple-Kopfhörern aufgenommen. Also das war so irgendwas. Und dann habe ich den Zapfel kennengelernt. Genau, und dann war, glaube ich, der 4. Song war dann Butterflies, den es dann auch auf FM4 gespielt hat. Ja. So, und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, ich will mehr Musik machen, weil das irgendwie so ein schönes Gefühl war, dass andere das feiern. So. Also jetzt nicht so unbedingt wegen der Bestätigung, sondern weil es Leuten Freude bereitet. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen Dankeschön. Hast. Dankeschön. Voll angenehm. Voll. Am Sonntag. Ja, fast 17 Uhr. Fast 17 Uhr. Warte. Stunde fast. Lang. Ja, egal, wir sagen, es ist Sonntag 17 Uhr.